Das Schöne unserer Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von vielen Einzelunternehmen, Großunternehmen und deren Fahrer. Leute aus ganz, ganz vielen Nationen. Wir haben früher immer gesagt 100. Ich weiß nicht, ob es nur 100 sind, ob es was weniger geworden sind oder mehr. Also der Großteil davon ist wirklich mit Herz und Seele dem Taxigewerbe verbunden. Liebt auch das Taxigewerbe. Früher war das so, jeder kannte fünfmal die drei. Tatsächlich ist es so, dass viele, die hier zugezogen sind, die aus anderen Städten kommen, die kennen irgendwie die Nummer eigentlich nicht. Das ist auch, glaube ich, der Ausgangspunkt unserer ganzen Aktion hier. Es geht darum, fünfmal die drei wieder bekannt zu machen. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Werbeagentur, mit der wir schon andere Kampagnen gemacht haben, mit ins Boot wieder zu holen. In den letzten Monaten haben wir hart daran gearbeitet, für euch ein Konzept zu entwickeln, um Taxi Düsseldorf wieder als Leuchtturm der Branche zu positionieren. Wir haben einmal neuen Radiospots produziert, Kinospots, dann gibt es so Citylight-Poster, Autos werden beklebt, alles dann mit dem roten Punkt, der sich ja wie so ein roter Faden durch die ganze Werbegeschichte zieht. Es ist auch ein schönes Gefühl, wenn die Firma, mit der man zusammenarbeitet, für die man arbeitet, natürlich in der Werbung präsent ist. Ja, wir wollen natürlich auch mit der Kampagne erreichen, dass die Unternehmer und Fahrer merken, dass wir alle im selben Boot sitzen, dass wir gemeinsam an diesem Projekt arbeiten wollen, uns wieder nach vorne zu bringen. Und dazu brauchen wir jeden einzelnen Fahrer und die Fahrerin und natürlich auch jeden einzelnen Unternehmer, der dann genauso motiviert an die Sache rangeht, wie wir es denn jetzt zurzeit auch tun werden. Wir müssen den Leuten zeigen, dass es uns noch gibt, dass wir da sind und dass, wenn man eine Kaufentscheidung oder eine Bestellentscheidung macht, dass man an Taxi Düsseldorf denkt.